Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend, herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, der beste Gag der Woche kommt natürlich wieder mal nicht von mir, sondern vom amerikanischen, ja, ich sag mal, Präsidenten. Stichwort Schweden. Schaut, was gestern Nacht in Schweden passiert ist. Schweden, wer hätte das für möglich gehalten? Schweden, ganz schlimm, Schweden, ich meine, was auch immer da war. Wir von Extra 3, wir haben sofort unsere Solidarität bekundet. Je suis whatever happened in Sweden. Was war los? Es war nix los. Trump hatte einfach eine Doku auf einem fragwürdigen Sender für echte Nachrichten gehalten. Der Rest der Welt wünscht sich gerade, die echten Nachrichten wären nur eine Doku auf einem fragwürdigen Sender. Also, wir müssen uns klar machen, Trump plappert einfach nach, was er so im Fernsehen sieht. Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Die Schweden nennen ihn nur noch Pippi Langtrump. Ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Also wir müssen ihm einfach mal aufmerksam zuhören. Wir werden dann immer enträtseln können, wir werden dann schließen können aus seinen Worten, welche Filme er am Abend vorher gesehen hat. Ne? Unglaublich, was da im Auenland passiert ist. Mann. Ja? Das Problem ist natürlich, wenn Trump heute Abend eine Hitler-Doku auf N24 sieht, landet morgen die US-Armee in der Normandie. Es war ein weiteres Highlight, nein, ein Lowlight. Es war ein weiteres Lowlight in der schier endlosen Abfolge von Lowlights, von Skandalen, die uns diese junge Regierung bereits beschert hat. Und Trump ist hochzufrieden mit sich. This administration, diese Regierung läuft wie ein gut eingestellter Motor. Okay, wenn das ein gut eingestellter Motor ist, dann darf er sich wirklich nicht wundern, dass die Deutschen so wenige amerikanische Autos importieren. Also, das ist da wirklich verständlich. Das muss ihm klar sein. Was ist denn da so wahnsinnig reibungslos gelaufen in den letzten Tagen? Trumps designierter Arbeitsminister Andrew Pazdar hat hingeschmissen, hat sein Amt gar nicht angetreten. Er war wohl am Schluss einfach nicht unqualifiziert genug. Und den nationalen Sicherheitsbeauftragten musste Trump auch schon austauschen. Der neue heißt übrigens General McMaster. Der heißt wirklich General McMaster. Und hat sich knapp durchgesetzt gegen seine Konkurrenten Meister Popper, Sergeant Pepper und Dr. Big Dick Awesomeness. Andere amerikanische Präsidenten waren skandalmäßig nach 8 Jahren nicht mal ansatzweise dort, wo Trump bereits nach 4 Wochen ist. Dramatisch? Nö. Nicht, wenn man den ehemaligen US-Botschafter John Kornblum fragt. Amerika ist ein bisschen dramatischer, als es sonst ist, aber nicht unglaublich dramatisch. Aber Amerika kann eben werden immer noch mehr dramatisch, als es bereits ist dramatisch. Das ist wirklich alles so dermaßen bescheuert. Das kannst du dir nicht ausdenken. Oder doch? Jetzt im Kino. Donald Trump in der Rolle seines Lebens als verrückter Trottel an der Spitze einer Weltmacht in Till Schweigers sensationellem Hollywood-Debüt. Nach seinem Kassenschlager Honig im Kopf heißt es nun Erdnussbutter im Kopf. Die irrsinnige Geschichte eines bekloppten Stinkstiefels, der über Nacht zum Präsidenten von Amerika wird und das Land in den Abgrund stürzt. Für die Hauptrolle hat Schweiger ausgerechnet den abgehalfterten Schmuddel-TV-Dümmling Donald Trump aus der Versenkung geholt. Ich habe diesen Trump das erste Mal im Saunaclub getroffen. Der Typ war so hohl, der hat sich die ganze Zeit mit seinem eigenen Spiegelbild unterhalten und dachte, das wäre der Bademeister. Als ich Schweiger gefragt habe, was ich für die Rolle machen soll, hat er gesagt, sei einfach du selbst. Ich sollte mir nur die Birne mit Erdnussbutter zukleistern und mir 10-mal am Tag mit einem Hammer auf den Kopf hauen. Als verwirrter Präsident sitzt Trump stundenlang im Weißen Haus rum, guckt Fernsehen und plappert zusammenhangslos alles nach, was er im Fernsehen gesehen hat. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.
Das ist die Schlüsselszene des Films. Alle denken sich, hä, wieso Schweden? Was ist da los? Und ich sag, ja, nix. Das ist das Geniale, versteht ihr? Der Präsident driftet immer mehr in seine absurde Scheinwelt ab. Doch anders als bei üblichen Schweigerschmonzetten hat der Zuschauer kein Mitleid. Denn der alte Wirrkopf wird immer aggressiver und erklärt alle Kritiker zu Feinden. Ursprünglich sollte das so ein Knuddel-Opa wie Didi Hallervorden werden, aber das hat mit Donald nicht geklappt. Also, ich weiß gar nicht, was der Schweiger hat. Ich fand mich in der Rolle echt süß. Was hat er erwartet? Palim, palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Dass der Präsident am Ende immer noch von der Hälfte der Amerikaner gefeiert wird wie ein Messias, ist zwar total unglaubwürdig, aber so ist das eben in Hollywood. Leute, die Story ist so eine kranke Scheiße, das müsst ihr euch angucken. Ja. Ich habe ja schon richtig eklige Typen gespielt, aber wie Trump den Präsidenten spielt, das hätte ich so nicht hinbekommen. Dafür hat er den Oscars abgeräumt. Erdnussbutter im Kopf, jetzt im Kino. Und demnächst die Fortsetzung, Erdnussbutter an der Hand. Ein Film von Tobias Döll, meine Damen und Herren. Und am Wochenende war Sicherheitskonferenz in München. Trump hat seinen Verteidigungsminister geschickt, James Mattis, einen altgedienten General, der 2005 mal über seinen Einsatz in Afghanistan gesagt hat, es macht Spaß, Leute zu erschießen. Ein sympathischer Kerl. Der amerikanische Vizepräsident Mike Pence war auch da und hat ordentlich Hände geschüttelt. Mit Merkel hat er Hände geschüttelt, mit Tusk, natürlich mit Juncker, mit Stoltenberg und mit Mogherini. Damit hat er mehr europäische Politiker getroffen, als Trump überhaupt kennt. Vor allem aber hat sich Pence zur NATO bekannt. Wir werden immer zu Europa stehen, weil wir von den gemeinsamen edlen Werten zusammengehalten werden, von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das klingt doch richtig gut. Die USA fühlen sich dem Schutz Europas verpflichtet, genauso wie sie sich eben der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichten. Nee, jetzt klingt's schon nicht mehr so gut. Auf jeden Fall wollen die USA mehr deutsche Beteiligung an der NATO, mehr Geld und mehr Waffen. Wobei ich glaube, wenn wir den Amis mal ein paar von unseren Waffen schicken, denken die schon wieder anders darüber. Aber es stimmt ja tatsächlich, dass die Europäer sich nicht so wie vereinbart an den Kosten der NATO beteiligen. Eigentlich sollte jedes Mitgliedsland 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Im Moment liegen wir bei knapp über 1%. Das sind 37 Milliarden. Und die gehen halt schon komplett in den Jahresbeitrag für den ADAC. Starthilfe für Panzer, Abschleppen, es ist ja immer irgendwas. Ich finde ja 37 Milliarden, ehrlich gesagt, schon relativ viel. Vielleicht müssen wir uns mal fragen, brauchen wir wirklich auch den Vollkaskoschutz durch die Amerikaner? Vielleicht könnten die uns ja mal unterschiedliche Tarife anbieten. Also, dass man das Einsteigerpaket hätte, NATO Basic XS. Das würde bedeuten, die Amerikaner schützen uns, ne, für wenig Geld, aber eben nur gegen Dänemark, Luxemburg und Legoland. Oder? Ne, das kann man dann entscheiden, das kann man ja aushandeln. Oder wir entscheiden uns für den etwas teureren Tarif, Shoot and Travel M. Da ist dann auch Schutz mit drin gegen polnische Panzer, österreichische Volksmusik, holländische Wohnwagen. Ne? Alles mit abgedeckt. Oder aber wir nehmen wieder das allerteuerste, das Business-Paket, All-Time Security Flag XL. Das bedeutet dann unbegrenztes Verteidigungsvolumen. Bei Angriffskriegen fallen im Ausland sogar keine Roaming-Gebühren an. Ist natürlich jetzt alles rein spekulativ, was wirklich auf der Sicherheitskonferenz besprochen wurde. Jens Böttcher hat die Aufnahmen mit der richtigen Tonspur gefunden. Oh, eine Schleimspur, dann ist der Vizepräsident ja auch hier. Howdy, ich bin der Hiwi von Diktator Trump. Was ich sage, ist total egal, weil mein Chef morgen bei Twitter sowieso das Gegenteil behauptet. Was Trump zu Hause tweetet, ist doch irrelevant. Uns interessiert nur, was denn? Was der in echt zur NATO sagen tut. Mir hat er nur gesagt, ich soll sagen, dass das, was er über die obsolete NATO gesagt hat, zwar stimmt, ich aber sagen soll, dass das gar nicht stimmt. Ihr müsst halt nur alle Kriege selber bezahlen in Zukunft. Habe fertig. Bin sehr gespannt, Blondie, wie du dich aus der Nummer rauslabern willst. Es stimmt. Wir haben versprochen, auch mal was in die Kriegskasse reinzutun.
Deswegen fangen wir dafür schon in 10 Jahren sofort mit dem Sparen an. Ihr müsst aber sofort bezahlen. Wir brauchen unsere Kohle ab jetzt für die Wochenendausflüge der Präsidentenfamilie. Wir leben schon seit 1945 prima damit, dass die doofen Amis die NATO allein bezahlen. Die soll mal jetzt nicht anfangen, kleinlich zu werden. So, schönes Alle sind happy. Verarsche-Foto noch. Tschüss. Ich tschüss zurück. Glückwunsch. Bumm. Fazit, vor der Konferenz wussten wir nichts, jetzt wissen wir gar nichts. Alles andere ist Fake News. Und nun zurück zu dir ins Studio, Christian Ehering. Vielen Dank. Und? Jetzt alles klar geworden, ja? Jetzt alles verstanden? Nein, nicht schlimm. Es geht nicht nur Ihnen so. Haben Sie in diesen 2,5 Tagen verstanden, für welche Außen- und Sicherheitspolitik die neue amerikanische Regierung denn nun steht? Das habe weder ich verstanden noch irgendjemand sonst, weil es nicht zu verstehen ist, so klar. Es kann keiner verstehen. Selbst der ehemalige deutsche Botschafter in den USA hat keinen Plan, was die Amerikaner überhaupt wollen. Das Problem ist ja nach wie vor Trumps Unzuverlässigkeit. Zahlen und Fakten haben für den überhaupt keine Bedeutung. Die sind einfach nur ein Geräusch in seinen unzusammenhängenden Reden. Mal ist die NATO obsolet, dann wieder nicht, dann lenkt ihn irgendwas ab, dann muss er dringend twittern. Man wünscht sich ja wieder mal eine ganz normale Woche mit ganz normalen Politikern. George W. Bush, ja, so wie früher, Silvio Berlusconi, Uwe Barsche, ja, diese ganz normalen Politiker. Wenn man es normal will, also wenn man denkt, eine ganz normale Woche, unter normalen Umständen, einfach mal alles mal so richtig normal, also normal, wirklich im Sinne von normal, dann muss man tatsächlich schon nach Elmshorn. Elmshorn hat jetzt endlich einen eigenen Slogan. Nein, es ist nicht die schönsten Gardinen des Nordens, auch nicht das Teppich Eldorado oder die Haferflockenmetropole. Nein, hier kommt der Slogan, der dieser Stadt würdig ist. Unser neues Logo heißt Elmshorn Supernormal. Supernormal, super. Aber was bedeutet das? Elmshorn ist eine normale Stadt, in der man super leben kann. Elmshorn supernormal. Sie meinen also, Elmshorn ist super, oder? Normalität ist der wichtige Schwerpunkt, nicht super. Super wäre gewöhnlich, das können andere Städte auch. Okay, super wäre einfach zu normal. Normal ist das neue Super. Ah, alles klar. Wer will schon super, wenn man normal haben kann? Nur eine kurze Nachfrage. Wieso ist der Slogan dann nicht einfach normal? Nur Elmshorn normal wäre doch langweilig. Das regt ja auch nicht zur Diskussion an. Wir wollen ja auch, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Schrecklich. Schrecklich. Völlig unmöglich. Schrecklich. Super normal, ne. Elmshorn ja, aber super normal, nein. Klingt irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Und was hat das für Geld gekostet? Mit allem drum und dran hat rund 60.000 Euro gekostet. Super Qualität kostet eben. Umsonst gibt es nur einen Vorschlag von uns. Elmshorn, wir sind nicht Pinneberg. Wir sind nicht Pinneberg, das ist gut. Pinneberg ist noch schlimmer. Das ist in Ordnung. Pinneberg ist also mit Elmshorn nicht zu vergleichen. Eine Stufe tiefer noch. Tja, liebe Elmshorner, jetzt müsst ihr nur noch euren Bürgermeister überzeugen. Ein Film von Sofia Tschernomordik. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim war ja am Wochenende in Deutschland. Erdogans Marionette, Sie kennen den, ne? Die türkische Antwort auf Jim Knopf. Yildirim war in Deutschland, um hier Werbung zu machen für die Verfassungsreform, mit der Erdogan die komplette Macht alleine übernehmen will. Und da war die Oberhausener König-Pilsener Arena natürlich ein passender Ort. Heute ein König, ich denke, der Slogan würde Erdogan gefallen. Und Yildirims Auftritt war ein Riesenerfolg. 13.000 Menschen bejubelten vor laufenden Kameras in einer deutschen Halle die Entstehung einer Diktatur. Als es das zuletzt gab, war die einzige Kamera im Saal noch die von Leni Riefenstahl. Yildirim wirbt für eine Reform, bei der sein Amt abgeschafft wird. Das ist ja das Irre.
Der sagt, Leute, ich bin gekommen, um zu sagen, sowas Doofes wie mich braucht keine Sau. Ja? Hier, der sägt an dem Halbmond, auf dem er sitzt. Nach der Verfassungsreform wird die Türkei eine Diktatur sein, in der Erdogan Richter, Professoren und Minister ernennen oder absetzen darf, wie er will. Es gibt dann keine Gegner mehr im Parlament. Er kann sie alle ausschalten. Ne, die Türkei ist dann ein Land, da fragt man nach einer Wahl nicht mehr, wann tritt die Regierung zusammen, sondern wen tritt die Regierung zusammen. Yildirim war rein privat in Deutschland, das sollte man nochmal erwähnen. Ne, das ist ganz wichtig, er war rein privat. Das war auch die Bedingung, dass er kommen durfte, nur als Privatperson. Und wenn ich diese Bilder hier sehe, dann muss ich sagen, es ist doch tatsächlich, wenn das eine Privatveranstaltung ist, möchte ich doch gern mal zu seinem Geburtstag eingeladen werden. Unser Reporter Tobias Schlegel war übrigens auch dabei, in Oberhausen natürlich auch nur als Privatmann. Er ruft und sie kommen. Erdogans treue Anhänger. Bereit, ihrem Präsidenten noch mehr Macht zu verleihen. Was macht diese Lichtgestalt so verdammt richtig? Seine Fans wissen es schon längst. Von Erdogan lernen heißt siegen lernen. Oder? Sie sind Fan von Erdogan? Mit Vollbluthaar und alles. Türkei, Erdogan! Was mögen Sie als Frau so sehr an Erdogan? Seine Menschenliebe. Ja, seine Menschenliebe. Die hat ihn ja erst zu dem gemacht, was er heute ist. Ein wahres Vorbild. Was können wir denn in Deutschland von Erdogan lernen? Was? Ja, Ehrlichkeit. Bei Erdogan kannst du lernen, dass das Volk eins ist. Ist er denn der Präsident aller Türken? Das ist ja das, warum er so gut ist. Er ist der Präsident aller Türken. Ja? Auch von den Kurden. Kurden, von Journalisten, den Künstlern. Es gibt immer Minderheiten, die sich nicht repräsentiert fühlen von ihnen. Aber Erdogan ist eben konsequent. Er schmeißt kritische Beamte einfach raus. Oder noch besser, steckt sie direkt ins Gefängnis. Ist das Ihrer Meinung nach in Ordnung, dass da jetzt so viele entlassen wurden, meine Meinung nach inhaftiert wurden? Meiner Meinung nach sind das noch zu wenige. Dieses Präsidialsystem, ne? Soll ja jetzt eingeführt werden. Sagt ihr da ja? Werdet ihr dafür ja stimmen? Ja. Ja, dann sagt mal richtig ja. Einmal ja, alle ja. Evet. Ja. Also. Alle hier sagen ja zu Erdogans Präsidialsystem. Das wäre doch auch ein tolles Modell für Deutschland. Mal sehen, ob die Erdogan-Fans hier auch mit den Konsequenzen einverstanden wären. Sie wissen dann aber schon, dass das, was dann auch für die Türken in der Türkei gilt, auch für die Türken in Deutschland gilt, ne? Natürlich. Ehrlich gesagt, das wäre wunderbar. Sie dürfen keine kritischen Zeitungen mehr lesen? Ja, wie kritisch, da ist die Frage. Na, sehr kritisch. Da kommt drauf an, was kritisiert wird. Naja, auf jeden Fall nicht Erdogan. Ja, dann ist alles gut. Ja. Sie dürfen dann nicht mehr frei wählen? Ne? Sie dürfen nicht mehr demonstrieren, Sie dürfen keine kritischen Zeitungen mehr lesen und nur noch einen Fernsehsender empfangen. Ist das okay für Sie? Nein. Sie können sich aber noch entscheiden, ob Sie Arte oder RTL 2 gucken wollen. Aber Sie sagen doch ja zum Präsidialsystem. Ich sage ja, aber dafür sage ich nein. Ah, das wollen Sie nicht? Nein. Ich kreuze mal RTL 2 an. Nein, Arte. Ist zu spät, hab schon angekreuzt. Sie sind vielleicht lustig. Mein Gott, ey. So. Alles klar. Bei RTL 2 hört der Spaß auf. Aber ansonsten braucht Demokratie hier kein Mensch. Erdogan. Evet. Danke, Tobias Schlegel und Tim Grunendahl. Björn Höcke soll ja nach seiner Dresdner Rede aus der AfD ausgeschlossen werden. Allerdings sehen das nicht alle so in der AfD. Alexander Gauland fand die Rede ziemlich gut. Eine Rede wie die in Dresden, etwas verändert, auch in der Tonlage, lieber Björn Höcke, im Deutschen Bundestag und wir hätten die Republik gerockt. Wollt ihr den totalen Rock? Nein, es ist ja alles wieder ein Missverständnis gewesen. Höcke hat sich ja auch erklärt und wir haben ihn falsch verstanden. Wenn er von einem vollständigen Sieg der AfD fabuliert, von einem tausendjährigen Deutschland, wenn er andere Parteien als entartet bezeichnet, dann sind das keine bewussten Anleihen beim Nazi-Vokabular. Es sind einfach harmlose Worte, die wir in unseren kranken Gehirnen immer mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringen. Ja, wir haben das Problem. Ich meine, dann kann er eigentlich auch in der AfD bleiben. Das ist ja wieder genau das alte War-nicht-so-gemein-Spiel. Er provoziert, Petri pfeift ihn scheinheilig zurück. Oh, war nicht so gemeint. Er provoziert wieder, Petri sagt, du, war nicht so gemein. Ne? Und täglich grüßt das einen an der Murmeltier.
Alexander Gauland macht sich richtig stark für einen Verbleib von Höcke in der AfD. Und Gauland weiß auch, was Björn Höcke eigentlich ist, nämlich definitiv kein Nazi. Er ist etwas, was es in Deutschland selten gibt. Er ist ein deutscher Nationalromantiker. Ein Nationalromantiker. Mit anderen Worten, wir Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg verloren, aber für Höcke sind wir die Sieger der Herzen. Weitere Nachrichten jetzt von Boris Rosenkranz in Abgehakt. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Ach, endlich wieder Karneval. Ein Fest der Freundschaft. Alle voll geil drauf und voll geil ausgerüstet. Pfefferspray oder Reizgas, das sind inzwischen echte Verkaufsschlager. Jawohl, jetzt neu. Der coole Reizgas-Fasching. In schickem Pink oder mit praktischer Handschlaufe. Pfefferspray als stylisches Accessoire für die Handtasche. Ja, so super stylisch. Natürlich nur erhältlich in ganz speziellen Waffenfachgeschäften. Zum Beispiel in Drogeriemärkten. Dort beobachten wir jetzt in der Fastnachtszeit, dass einige dieses Spray zu den Fastnachtsartikeln stellen. Ach, Pfefferspray, die Amis zeigen, wie es noch besser knallt. Willst du zu Karneval so richtig schmusen, besorg dir einen Waffenbusen. Das nennt man Flashbang. Flash, weil der Angreifer auf deine Brust schaut und Bang, weil du ihn in dem Moment umnietest. Und damit willkommen zur Berliner Stunksitzung im Abgeordnetenhaus. Da haut jeder einen raus. Herr Kollege, Sie sind eine Schande für dieses Haus und haben nicht alle Latten am Zaun. Na, wer will denn da die AfD verhauen? Von der AfD bleibt bei mir der Beigeschmack. Sie wollen uns heute hier zum Narren halten. Zum Narren? Nee. Dieser AfD-Karnevalist, der hier redet, hat doch ein bierernstes Anliegen. Der Arme beklagt, dass in den Heute-Nachrichten im ZDF auf der Europakarte keine deutschen Grenzen eingemalt sind. Es wird ja so getan, die Europäische Union wäre ein einziges staatliches Gebilde. Im Umkehrschluss heißt das, die Nationalstaaten und die entsprechenden Völker finden gar nicht mehr statt. Kamelle, die AfD sich leider nie zu schade ist, auch für den allergrößten Mist. Umsetzen Sie ab, die Narrenkappe, und halten das nächste Mal besser die Klappe. Herzlichen Dank. Und Abgang. Sonst noch was? Ach ja, diese neue Sendung, Leichter Lieben, Late Night. Endlich mal ofenheißes Ostfernsehen vom MDR. Bloß gut, dass da eine Ärztin auf dem Sofa sitzt. Ja, Frau Doktor, was halten Sie davon? Ich würde sagen, ist eine eindringliche Darstellung. Eindringlich, was ist das? Eindringlich. Wenn Martin Schulz, meine Damen und Herren, wenn Martin Schulz das Willy-Brandt-Haus betritt, werden inzwischen schon die Glocken geläutet. Er ist der Erlöser, der Gesalbte. Aber aufgepasst, jetzt wird er inhaltlich. Schulz distanziert sich ja gerade von seiner eigenen Partei. Er will nämlich viele Entscheidungen der Agenda 2010 wieder zurücknehmen, weil sie fehlerhaft waren. Fehler zu machen ist nicht ehrenrührig. Wichtig ist, wenn Fehler erkannt werden, dann müssen sie korrigiert werden. Wir haben sie erkannt. Die SPD hat die Fehler erkannt. Und zwar sage und schreibe nur 14 Jahre nach der Einführung der Agenda. Diese Blitzmerker, ja, nach 14 Jahren. Prekärer Beschäftigung, Hartz-IV-Armut, einem rasant wachsenden Niedriglohnsektor, merken die jetzt, dass sich da das Fehlerteufelchen eingeschlichen hat. Nein, Fehler zu machen ist nicht ehrenrührig. Aber nach 14 Jahren als Letzter im Land den Fehler zu erkennen, das ist, glaube ich, dämlich. Martin Schulz kann das aber alles glaubwürdig vertreten, weil er mit der Agenda 2010 nichts zu tun hatte. Die Agenda wurde ja 2003 von der SPD ins Leben gerufen. Verantwortlich waren damals natürlich Gerhard Schröder als Parteivorsitzender. Wer war damals noch im Parteivorstand? 2003 war Franz Müntefering mit dabei im Vorstand. Sigmar Gabriel war mit dabei. Olaf Scholz war mit dabei im Vorstand. Und Martin Schulz. Ach so. Martin Schulz war auch mit im SPD-Vorstand. Er hat sich übrigens auch nie kritisch geäußert damals über die Agenda 2010. Es muss irgendwie ein anderer Schulz sein. Ne? Vielleicht, man kann das hier auf dem Bild auch nicht so richtig erkennen. Es ist nicht der. Ich meine Schulz.
ist ja auch Schulz, ist so ein Allerweltsname. Alle heißen Schulz, ist ja kein Name, ist eher eine Sammelbezeichnung. Ich meine, das ist nicht der Schulz. Der aktuelle Schulz macht wieder mal alle anderen Parteien nervös. Es gibt ja schon die ersten Versuche, ihm was anzuhängen. So langsam wird der Wahlkampf schmutzig. Schulz soll ja in seiner EU-Zeit einem Mitarbeiter Vorteile in Höhe von 16% des Gehalts verschafft haben. Das hat die Union kritisiert. Obwohl der Vorgang für das EU-Parlament völlig in Ordnung war. Aber 16% mehr Gehalt für einen Mitarbeiter, der arbeitet, darüber regt sich die Union auf. Vor allem die CSU. Wobei den Abgeordneten im Bayerischen Landtag die tote Oma und der Dackel über Jahrzehnte als Staatssekretäre schwarz beschäftigt waren. Ne? Das Problem ist irgendwie, gegen Schulz wirkt Merkel auf einmal so unscheinbar, so verbraucht und so abgeschlagen. Man nennt sie schon den Rudolf Scharping der CDU. Sie wirkt so grau. Und man fragt sich wirklich, wie geht das weiter? Werden die nächsten 4 Jahre ihre vierte Amtszeit oder ihre erste Auszeit? Eine Antwort weiß Janine Ullmann. Hier ist Extra 3 Extra. Willkommen zu Extra 3 Extra. Berlin, CDU und CSU sind seit Monaten zerstritten. Laut internen Quellen finden sich die Unionsanhänger sogar gegenseitig, Zitat, zum Kotzen. Jetzt soll es einen Friedensvertrag geben, das sogenannte No-Spy-Abkommen. Dazu Merkel wörtlich, sich anspeien unter Freunden, das geht gar nicht. Auch CDU-Fraktionschef Volker Kauder begrüßt dieses No-Spy-Abkommen. Er hat sich bereits die Samthandschuhe angezogen, mit denen er die CSU im Wahlkampf anfassen möchte. München. In der CSU ist interner Streit über die Ausrichtung der Parteilinie ausgebrochen. So forderte Horst Seehofer von seinen Parteifreunden diesen Leitsatz. Wir sind doch keine Hasen, die im Feld hin und her hüpfen, je nachdem, wo gerade Regentropfen fallen. Ja, große Teile der Partei sind aber eher für diesen Leitsatz. Wir sind verschwitzte Hasen, die dahin hüpfen, wo wir am meisten nerven. Hi. München. Horst Seehofer hat für das Wahlprogramm der Union einen neuen Flüchtlingspolitik-Slogan vorgeschlagen. Abschieben, abschieben, abschieben. Ich begrüße das. Zu diesem Vorschlag Seehofers jetzt ein Interview mit dem knallharten Vollblutjournalisten Sigmund Gottlieb. Da frage ich jetzt nicht mehr nach, sondern lass das so stehen. Herr Seehofer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Berlin. Eine neue Umfrage sieht Martin Schulz vor Kanzlerin Angela Merkel. Daraufhin hat der investigative Rechercheverbund aus CDU, CSU und Sigmund Gottlieb veröffentlicht, Martin Schulz stand mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Wahrscheinlichkeit am 9. April 1982 in Würselen im Halteverbot und das auch noch in einer Feuerwehrzufahrt. Schlimm. Berlin. Die Union macht sich keinerlei Sorgen wegen des Schulz-Effektes, hat sich aber für den kommenden Wahlkampf von einem führenden Stylistenteam beraten lassen. Dies hat Angela Merkel ein kleines Umstyling empfohlen. Die CDU-Führung ist mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Berlin. Die Kanzlerin hat mittlerweile ihr Wahlprogramm konkretisiert. Der Blick in die Zukunft ist da. In der Union streitet man nun über die Ausrichtung dieses Blickes. So wird jetzt diskutiert, ob der Blick nun nach da, nach da, nach da oder vielleicht sogar nach da gerichtet sein solle. Zu Angela Merkels mitreißender Wahlkampf-Vorfreude sehen Sie im Anschluss einen Sie-brennt-nicht-Punkt. Und hier noch der Programmhinweis für die lange Unionsnacht. Sehen Sie morgen um 18.15 Uhr die Klöckner und Notre Dame. Direkt danach im Anschluss 20.15 Uhr den Action-Blockbuster Jagd auf Roter September und um 22.15 Uhr die Liebesschulze Der Teufel trägt C&A. Und das war Extra 3 Extra. Und damit zurück zu Christian Ehring. Danke, Janine. Das war's von uns. Jetzt kommt Zapp. Da geht's um Berichte der
Bild-Zeitung über massenhafte Übergriffe auf Frauen durch Ausländer. War aber gar nichts. Was wirklich war, erzählen die Kollegen. Bis nächste Woche, dann wieder Extra 3 im Ersten am Donnerstag nach den Tagesthemen.